Ja, Mahlzeit alle miteinander. Heute ist Freitag, der 27. August 2021. Und ich fühle mich danach, dass ich mal wieder etwas zur aktuellen Lage sage. Immer wenn ich 3 Tage nichts sage, kriege ich schon die Meldungen. Geht es mir noch gut? Wo bin ich? Also, ich meine, auch ich bin keine Fabrik, die Videos produzieren kann, nur so am Rande bemerkt. Und habe natürlich auch gesundheitliche Aufs und Abs. Aber das soll hier nichts zur Sache tun. Wobei ich in letzter Zeit ein bisschen häufiger denn üblich und mir lieb, bevor wir zum Ernsten kommen, Kabul, mir häufiger als mir lieb genötigt war, rauszugehen. Und ist eigentlich schon, ja, wie soll ich sagen, ich mich irgendwo, ich habe es auch auf Twitter irgendwo gelesen oder war es auf Facebook, irgendjemand schrieb, er fühle sich mit dem, dass er nicht rausgehen darf, eigentlich eher privilegiert. Denn die Welt draußen sei ein Irrenhaus. Und gut, das ist für mich auch krankheitsbedingt eine Sicht, die sich in mir festgesetzt hat. Aber ich glaube, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe das ja manchmal scherzhaft gesagt, viele sind jetzt durch die Corona-Maßnahmen in dem Leben, in dem ich mich quasi aus anderen Gründen befunden habe. Ich will nicht sagen, das finde ich lustig, denn ich möchte das niemandem, auch wenn es hier ein bisschen vielleicht so klingt. Aber es ist schon eine merkwürdige Ironie, für mich individuell gesagt. Und also ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich muss es so sagen, so misanthropisch wie es klingt, dass mir unter Menschen zu gehen richtig unangenehm geworden ist. Und zwar jetzt nicht aus Grund psychologischer oder psychischer Dinge, sondern aus vielen Gründen, dass ich den Eindruck habe, ich sag's mal so ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es das gibt oder nicht, aber man hat ja manchmal dieses Gefühl der Auraschwingungen anderer Leute. Ich möchte jetzt mich nicht als den hinstellen, ich sehe die Aurenfarben oder so, habe ich nie gesehen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, man fühlt die Schwingungen der Menschen, die einen umgeben, und sie sind immer negativer geworden. Also so, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mich abschirmen, ich möchte von diesen Menschen, wie von Menschen, die eine Art Energiegift sind. Nun will ich dafür Menschen nicht die Schuld geben, denn wenn man den ganzen Tag den Massenmedien ausgesetzt ist, für viele ist das ja das Normale. Die kennen das halt aus der früheren Zeit noch, denn es gab mal eine Zeit, da war Fernseh, Radio, Zeitung, ich sag mal, zuverlässiger relativ zu heute. Auch mit sehr viel größerer Meinungsvielfalt. Das ist definitiv nachweisbar. Und dass ihnen ständig Angst gemacht wird auf eine wirklich sehr zudringliche, massive und ich meine in meiner persönlichen Einschätzung auch perfide Weise, ist relativ klar ersichtlich. Da ist eine Panikmache. Da wird natürlich die Gegenseite sagen, die ist berechtigt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Jedenfalls meiner liberalen Meinung nach. Es gibt ja Leute, die halten mich für Nazi-rechtsautoritär. Nein, ich bin der Meinung, über die Frage, wie gefährlich Corona ist, soll das Individuum selber entscheiden. Wenn das Nazi-Autoritarismus ist, weiß ich es auch nicht, aber bitte. Ich fordere ganz autoritär, dass jeder für sich selber entscheiden darf. Also, sei es wie sei, dass die Leute, ich habe es ja selber auch an mir erlebt, also ich bin davon nicht frei, von dieser Verdüsterung meines Seelenlebens, meiner Psyche, meines Innenlebens. Aber es strahlt halt auch aus, ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass es jetzt eher so im Bereich des Esoterischen, muss man nicht teilen oder so. Man kann sich einiges davon sicherlich auch rein psychologisch materialistisch erklären, wenn man so will, denn die Ausstrahlung, sagen wir mal, ist ja auch als Verhalten oder als Mimik, Gestik, wie Leute laufen allein. Ja, also man kann ja schon sehen, also ob jemand ganz geduckt oder gedrungen und so, dass das strahlt ja auch etwas aus, ohne dass wir esoterische Erklärungen bemühen müssen. Und da gibt es schon eine Veränderung der Menschen im Verhalten, in der Öffentlichkeit und des Verhaltens zueinander. Wohin sich das entwickelt, mag Gott allein wissen. Was man teilweise aus anderen Ländern hört, gibt ja doch mächtig Anlass zur Beunruhigung. Das ist zum Beispiel jetzt in einem Bundesstaat Australiens. Australien ist ähnlich wie die Bundesrepublik ein Staat aus einzelnen Teilstaaten.
Wie viel Autonomie die haben, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis aber nicht. Aber von dem, was ich höre, scheint es so ähnlich zu sein wie bei uns die Bundesländer. Und wenn ich den Namen richtig behalten habe, im Bundesstaat Queensland werden nun Lager gebaut. Die sind dem offiziellen nach, so wie ich es verstanden habe, für Leute, die die Quarantäne brechen, die dann also unter Staatszwang in Lagerhaft kommen. Nun muss man dazu wissen, dass in Australien die Covid-Beschränkungen so krass sind, wie ich glaube, in keinem Land der Welt. Weiß nicht, vielleicht in China zur Hochzeit des Virus, aber selbst dort aktuell nicht. Also es ist wirklich der Gipfelpunkt, in australischen Städten das Militär mit MGs patrouilliert. Also das ist der Status, der dort ist. Und man hat, weiß ich nicht, wenn einer von 1000 Getesteten positiv getestet wird, wird sofort die ganze Region abgeriegelt. Und zwar so weit, dass Leute nicht mal zur Arbeit dürfen. Also dies ist wirklich, man hat dort den Null-Covid, den Zero-Covid-Fanatismus, der einfach überhaupt nach allem, was wir wissen können, nie erreichbar sein wird. Mit allen Verwerfungen, die das mit sich bringt. Und eine im Prinzip auf Dauer eingesperrte Gesellschaft und dauerhaft kontrollierte Gesellschaft mit sich bringt, wo man, egal für wie gefährlich man Corona hält, doch mal in sich gehen müsste und sich fragen müsste, ist es das wert? Tauschen wir die total kontrollierte Gesellschaft, in der das Militär permanente Ausgangssperren verhängt, ist es das wert? Das muss jeder selbst entscheiden, wofür er da ist. Das ist, wie gesagt, ich will das niemandem vorschreiben oder nahelegen, denn mit letzter Sicherheit weiß ich auch, dass ich auch keine Gewissheit darüber habe. Aber dass Leute es so leichtfertig tun und so leichtfertig hinnehmen, fand ich früher mal überraschend und heute nur traurig. Sei es wie es sei, das ist das eine. Nun hat es, ihr habt es vielleicht gehört, wahrscheinlich gehört, wenn man sich kurzzeitig ins Internet begibt, bekommt man ja darüber die größten Nachrichten auch mit. In Kabul einen Anschlag gegeben. Bekannt dazu hat sich die Terrorgruppe IS oder früher auch ISIS genannt, Islamischer Staat oder Islamischer Heiliger Krieg. Nun ist es ja so, für uns Westler und Nichtmuslime ist die Zahl der muslimischen Gruppierungen schon im Ganzen gesprochen, ja mitunter schwer überschaubar. Die meisten zum Beispiel haben zwar mal davon gehört, dass es Schiiten und Sunniten gibt, aber worin die sich unterscheiden, ist schon den meisten Nicht-Muslimen nicht bekannt. Mich würde mal persönlich interessieren, ob es Muslimen allzu bekannt ist. Wenn man einen Schiiten fragt oder einen Sunniten, ja, bei den Schiiten, weil sie wenige sind, die werden es vielleicht eher wissen. Aber die Sunniten sind ja sehr viele. Wenn man also einen sunnitischen Türken fragt, der ein relativ verweltlichtes Leben führt, und den fragt, was ist denn der Unterschied zwischen deinem Islam und dem Islam der Schiiten? Ich weiß nicht, ob die meisten das wissen. Das ist ja ein bisschen, wenn man mal je näher man der gegenwärtigen Zeit kommt und fragt, was ist denn der große Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten, dann werden die meisten vielleicht auch nur wissen, na gut, die Katholiken haben einen Papst, die Protestanten haben keinen. Ne? Da wird es wahrscheinlich bei vielen auch schon aufhören, ist meine Vorstellung. Ich mag mich darin irren. Und das ist, so ist der Islam. Also das Christentum hat einfach, sagen wir mal, den Schritt gemacht und sich, sagen wir mal, durch gute wie böse Mittel, per fas et nefas, an einem Punkt mehr oder weniger geeinigt. Das war die Entstehung der römisch-katholischen Kirche. Die ist mit sehr viel Trickserei und einer nicht geringen Anzahl
interner Gewalt gegen Glaubensanhänger anderer christlicher Richtungen vonstatten gegangen. Das kann man so oder so beurteilen, denn auf der anderen Seite ist damit der christlichen Welt lange Zeit das erspart geblieben, was die muslimische Welt seit ihrer Entstehung heimsucht, nämlich ein permanenter interner Krieg darüber, wer den richtigen Glauben hat. Nun gab es auch in der Geschichte der Christenheit immer wieder aufkommende andere Glaubensrichtungen. Katharer und Albigenser zum Beispiel, Lollarden und Waldenser und ich weiß nicht noch was alles. Wer Crusader Kings 2 oder 3 spielt, der kennt diese ganzen Gruppen, weil die alle dann so ab dem 10. Jahrhundert langsam anfangen, immer wieder mal als Häresien aufzupoppen. Da weiß er, dass es sowas gibt, ohne dass man genau wissen muss, wofür die standen, aber das waren immer, sagen wir mal, überschaubare Bewegungen, die nie die Chance hatten, die römisch-katholische Kirche in ihrer Ganzheit zu erschüttern, jedenfalls meiner persönlichen Meinung nach. Und das ist, wenn man so will, es hat der christlichen europäischen Welt natürlich eine Einigung, eine Stärke gegeben, auch eine Art Ausrichtung. Denn natürlich gab es einzelne Nationen, Frankreich, das Heilige Römische Reich, Deutscher Nation, England, Spanien, was man will. Die haben trotzdem genug Kriege gegeneinander geführt, aber es gab doch eine kulturell-religiöse Ausrichtung, die das Abendland hatte. Man muss das so dezidiert sagen, denn nach Osten hin haben wir ja dann die orthodoxe Kirche, die so ein bisschen ein Sonderdasein geführt hat, auch relativ abgeschnitten von der weltgeschichtlichen Entwicklung lange Zeit. Und diese römisch-christliche Welt, die abendländische, hatte dadurch eine, sagen wir mal, gewisse Vereinheitlichung der Bewegungsrichtung. Und diese hat der Islam nie gehabt, weil es nach dem Tod Mohammeds eigentlich immer nur eine weitere Zersplitterung gibt. Und das ist umgekehrt auch ein bisschen unser Problem heute, wenn wir als Nichtmuslime aus der westlichen Welt an moralische und weltanschauliche Differenzen stoßen, dann haben wir keine Ansprechpartner, sondern eine Myriade von Einzelgruppen. Das ist das grundlegende Problem. Es gibt selbst in der Sunna, der Majorität der Muslime, keinen Papst und keine Glaubenskongregation, die zentral die Sunna verwaltet. Bei der Schia könnte man noch sagen, na gut, da gibt es, wer immer im Iran, also im vormaligen Persien, das Sagen hat, da gibt es sicher einen Großayatollah oder wie man das da nennt. Wie weit er dann verbindlich für die Schiiten spricht, im Iran vielleicht, aber es gibt sicherlich auch noch Schiiten anderswo. Gerade natürlich dann Leute, die ins Exil gegangen sind und so weiter. Das heißt, es ist alles eine Gemengelage, wo es sehr schwierig macht. Und wir haben natürlich auch dann ab Ende des Mittelalters in Europa eine zunehmende Verweltlichung der Gesellschaft, wo man die Menschen, sagen wir mal, aufgrund rein diplomatischer Interessen ansprechen kann, während man in weiten Teilen des Islams immer noch Gesellschaften hat, die in starkem Maße nicht durch Vernunftsgründe oder Sachgründe regiert werden, sondern entweder durch Tribalismus, das heißt das Machtinteresse ihres Clans, also archaische Weltvorstellungen, oder eben durch religiöse Motive, wie jetzt im Gipfelpunkt, wenn man so will, im Extremsten, sowas wie ISIS, die sich in Form von Selbstmordattentätern dann in die Luft sprengen und Dutzende oder Hunderte in den Tod reißen. Also unter völliger Missachtung ihrer eigenen Lebensinteressen, ihres eigenen Überlebens. Das ist ja nochmal eine Verschärfung. Ein Taliban ist zwar. Ich weiß nicht, ob es bei Taliban Selbstmordattentäter gibt, da muss ich ehrlich gesagt einfach passen. Aber Taliban haben wir ja erlebt oder Mudschahedin im Wesentlichen als zwar auch den Tod in Kauf nehmende, aber doch das Leben bevorzugende Krieger ihrer religiösen Sicht. Während IS oder ISIS ja schon die, sagen wir mal, ich glaube wahrscheinlich maximale Steigerung des Fanatismus ist.
sich gewissermaßen wie die Kamikaze-Flieger zu sagen, mein Leben ist unwichtig, Hauptsache ich reiße möglichst viele Feinde in den Tod. Was per se, man muss das so sagen, natürlich auch eine der am schwersten bekämpfbaren Gegnergruppen ist. Wie will man Gegner bekämpfen, denen das eigene Leben gar nichts wert zu sein scheint? Das ist schwierig. Ich meine, und das macht natürlich die Sache, ich meine, das Grundproblem in Afghanistan wird ja sein, die Taliban erscheinen uns durch die Begrifflichkeit ja als eine Art Einheit. Die Taliban. Aber das ist schon eine falsche Sicht, denn die Taliban bestehen zunächst einmal aus verschiedenen Ethnien. Also welcher ethnischen Herkunft man ist, spielt in diesen Regionen eine große Rolle. Ob man zum Beispiel zu den Paschtunen gehört, das sind die im Süden, denen auch ein großer Teil in Pakistan existiert. Dann haben wir aus anderen Regionen in der Nordallianz, da gibt es da, also im Norden, früher gab es eine Nordallianz, im Norden sind es dann eher verschiedene, ich glaube, Turkvölker, sagt man dann da, also Usbeken und was da noch an Nachbarstaaten angrenzt. Das heißt, es ist ohnehin ein Völkergemisch. Und interessanterweise ist von den europäischen Linken auch noch nie jemand auf die Idee gekommen, denen von Diversity zu predigen, also ihnen zu sagen, sie sollen doch die Vielfalt ihrer Stammesvölker als Vorteil sehen oder in irgendeiner Transglobalität überwinden. Ich glaube, die würden sich scheckig lachen, wenn man denen davon erzählen würde. Das ist ihrer Realität wahrscheinlich so fremd, dass sie das als schon den Gedanken als abstrus erachten. Und das macht die ganze Lage natürlich sehr schlecht. Ich habe jetzt hier, ich möchte mich ein bisschen hier in einem Artikel auch kurz auf einiges eingehen. Hieß aus Tichys Einblick, also schon eine böse rechtsradikale Zeitung, ganz klar. Na, wir wissen, Roland Tichy, bekannter Rechtsradikaler, der total autoritäre, ja, Dinge plant. Na, ja. Das ist so ein bisschen heute, wenn man sagt, man liest Tichys Einblick, ist man bei einschlägigen Leuten schon. Das ist man eigentlich schon. Außen vor böser Rechter. Das ist aber gut, trotzdem. Tichy. Der Anschlag in Kabul. Oh, da ist ein Fehler passiert. Naja, kann jedem passieren. Der Anschlag in Kabul ist auch besonders für die beiden Regierungen. Auch besonders. Na, da hat aber jemand geschlafen. Ein bisschen, muss ich jetzt mal kritisch sagen. Auch besonders. Okay, gut, wir lassen es so. Der Anschlag in Kabul ist besonders für die beiden Regierungen ein Desaster. Die Nachrichtendienste warnten schon seit Tagen davor, doch das US-Militär verließ sich offenbar auf den Schutz der Taliban. Also wir können jetzt haben wir 75 Menschen getötet, mehr als 140 verletzt, unter den Toten auch 13 US-Soldaten. Vorhin habe ich irgendwo an einem Tweet gesehen, die Todeszahl sei jetzt auf 80 geklettert, denn schwer Verletzte haben manchmal die Eigenschaft, dann im Nachhinein noch zu versterben, wodurch sich die Zahl der Toten dann auch danach noch erhöhen kann. Wir haben hier nachweisbar, dass schon Tage vorher mehrere Tageszeitungen, so zum Beispiel eine britische Tageszeitung, titelte zum Beispiel bereits am Morgen des 26. August, dass die Terrorgefahr in Kabul akut sei. Also Medien wussten offenbar, es wird jetzt, was Terroranschläge betrifft, sehr gefährlich. Aber offensichtlich gibt es in den USA für diese Nuancen kein Verständnis mehr. Es herrscht eine Verblödung vor. Und jetzt komme man mir bitte nicht zum 150. Mal mit dem großen Plan, der das ist. Weil wenn das der Plan ist, ist der Plan idiotisch. Und ich bin es auch ein bisschen leid, mich darauf einzulassen. Ich weiß, auch gute Freunde von mir hegen diese Theorie, aber es gibt diesen Satz, ungewöhnliche Behauptungen erfordern ungewöhnliche Beweise. Und es müsste auch etwas sein, dem das nützt. Dann kann man ja sagen, ja, die Leute werden in Angst und Chaos versetzt, aber Chaos hat die Eigenschaft, nicht mehr so ganz regierbar zu sein. Und wenn ich mir die US-Politiker und die US-Politik ansehe, habe ich doch den immer stärkeren Eindruck, hier ist wirklich ein seniler alter Mann Präsident und die anderen stehen Gewehr bei Fuß. Ich nehme nur mal ein Beispiel, das mich wirklich
das wirklich unglaublich ist. Es war in der Zeit, als Kabul fiel an die Taliban, und einer der höchsten US-Generäle hatte in der Zeit nichts anderes zu tun, als sich ins Fernsehen zu stellen und zu bekunden, wie peinlich es ihm sei, ein weißer Mann zu sein. Und das sei eine große Schande und er schäme sich dafür und die böse weiße männliche Toxizität. Einer der höchsten Generäle der US-Generalität während der Kabul erobert wird, hat nichts anderes zu tun, als sich dafür zu schämen, weiß und Mann zu sein. Wo man sich schon fragt, jetzt mal ganz egal, wie man dazu steht, ist das der richtige Zeitpunkt? Während gerade eine radikale religiöse Gruppe deine Stellungen überrollt, sich im Fernsehen über sein Geschlecht und seine Hautfarbe zu beklagen. Ich halte das einfach, wie gesagt, egal wie man zu dieser Frage steht, für ausgemachten Schwachsinn. Und die Methode, die dahinter stehen soll, kann ich jedenfalls nicht erkennen. Und ich habe mir schon viele Theorien angehört. Ich sehe hier wirklich, und ich sage das ganz offen, vor allem Wahn und ehrlicherweise, es ist meine ehrliche Meinung, geistige Degeneration am Werk. Also eine Kultur, eine Zivilisation, in der Leute, ja, wenn man sagt verblöden, ist das eine Art Beschönigung, einer Art intellektuellem Verfall, eine intellektuelle Degeneration erleben und immer mehr sich in ein Wahngebilde verbeißen, was wie so eine Art Selbstläufer geworden ist. Das heißt, wir beschäftigen uns, wir vergießen, also nicht wir, aber wir als unsere Regierung und wer sich dazugehörig fühlt, vergießt Krokodilstränen darüber, dass die so und so viel 100, das weiß ich nicht, was waren es, 100 oder 150, weiß keine Ahnung, also dass die Mädchenschulen im Afghanistan jetzt nicht mehr weiterlaufen und dass in der Kabuler Universität Gender und Frauen, Women Studies nicht mehr weitergesetzt fortgeführt wird. Das hat die Tränen in die Augen gebracht, wo man sagt, habt ihr irgendeine Vorstellung davon, was für eine Kultur dort geherrscht hat und jetzt wieder herrscht? Um denen sowas nahezubringen, also selbst wenn man das als Ziel haben würde, wäre meine Idee doch erst einmal mit basalen Dingen anzufangen, wie Strom- und Wasserversorgung. Leute langsam in eine Art unserer Zivilisation einzuführen, wenn man das denn überhaupt, wie gesagt, will. Denn auch bei uns war die Interesse an Frauenrechten, um es mal ganz allgemein zu fassen, ja nicht das, was wir im, weiß ich nicht, 16. Jahrhundert mit Aufklärung der Renaissance als erstes uns in den Sinn kam, sondern es ist als Reihenfolge einer bestimmten anderen Reihe von Vorbedingungen entstanden. Zum Beispiel ist, und da kann ich mich auf zahlreiche Soziologen berufen, eine der entscheidenden Dinge, die die Gleichberechtigung der Frau ermöglicht hat, war das Aufkommen des Automobils. Weil Frauen plötzlich auch eine völlig unabhängige eigene Mobilität hatten in Form eines eigenen Autos oder eines Familienautos, das ihnen zur Verfügung stand. Und dass die erste Autofahrt der Menschheitsgeschichte von der Frau des Erfinders durchgeführt wurde, die gesagt hat, es reicht, ich muss jetzt mal bekannt werden, dass es dieses Auto gibt, zeigt auch ganz genau, wie in einer Art Ikone, warum das so ist. Für Frauen ist das Automobil auch einfach die, sagen wir mal, sicherere Art der Fortbewegung. Denn eine Frau ist im statistischen Durchschnitt einfach, was Muskeln betrifft, weniger ausgestattet als der statistische Mann. Also Frauen sind im Schnitt physisch gegenüber Männern im Nachteil, weswegen es für eine Frau von Interesse ist, sich in einem
eigenen Gefährt zu bewegen und zu sagen, ich habe hier mein eigenes Gefährt, das ist sicher. Es ist ein ganz anderes Sicherheitsgefühl für eine Frau, wo ein Mann aufgrund seiner Physiologie eher dazu geneigt ist, sich auch einfach öffentlich auf die Straße zu begeben oder in eine U-Bahn oder was auch immer. Also die ganzen Unsicherheitsgefühle von Männern und Frauen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, sind auch in unserer modernen Gesellschaft anders. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir alle frauenfeindlich sind, sondern das ist einfach ein Naturgegebenes. Frauen werden sich immer vor Männern ängstigen, also in der Gesamtheit, weil Männer physisch agieren können, per se, wie gesagt, in der Statistik anders als Frauen. Das heißt, wenn Männer wieder dazu übergehen, Faustrecht herrschen zu lassen, haben die Frauen, ziehen sie immer den Kürzeren zivilisatorisch, weil sie eben physiologisch im Schnitt nicht so muskulär und so groß sind und anderes wie Männer, Ausnahmen abgesehen. Und deswegen ist es naheliegend, dass Frauen an solchen Erfindungen ein Interesse haben, wie ein Automobil. Und dass die Entautomobilisierung deswegen auch eine Minderung der Freiheit der Frauen darstellt. Nur so als Randthema. Aber hier sieht man, und dass das Automobil erfunden wurde, hat wieder diese und diese und diese Vorbedingungen und so weiter. Wir sehen also, Frauenrechte kann man nicht einer mittelalterlichen oder halbsteinzeitlichen Gesellschaft einfach per Women's Studies verordnen. Das geht nicht. Das ist, als ob man einen Turm damit anfangen wollte zu bauen, indem man die Spitze zuerst in die Luft hängen will. Also das ist, oder wie Münchhausen, der sich am eigenen Haarzopf aus dem Wasser zieht. Funktioniert einfach nicht. Es gibt gar keine Basis, die so etwas gesellschaftlich trägt. Wir haben solche Entwicklungsstufen und wie gesagt, egal, die einen mögen das negativ finden, die anderen finden es positiv. Es geht mir hier nur soziologisch erklärend darum, it doesn't work. Und egal, was für ein gesellschaftliches Ziel man mit Afghanistan gehabt hätte oder irgendeiner anderen, sagen wir mal, im Vergleich zu uns rückschrittlicheren Gesellschaft. Da heulen dann einen schon wieder die Linken an. Rückschrittlich gibt nicht, weil alle sind, Kulturen sind gleich. Wenn alle gleich sind, warum haben wir dann den Afghanen Women Studies beibringen müssen? Dann, wenn alle Kulturen gleichwert sind, hätten wir die ja so belassen können. Das heißt, es ist schon nach eigener linker Logik eigentlich nicht wahr, dass alle Kulturen gleich sind. Denn wenn alle Kulturen gleich sind, muss man Women Studies nicht nach Afghanistan bringen. Dann hätte man die Kultur so lassen können, wie sie war. Extrem frauenfeindlich, um das ganz klar zu sagen. Aber sei es wie es sei, mit Logik haben es unsere linken Freunde ja bekanntermaßen ohnehin nicht so sehr. Sie lehnen sie ja mittlerweile auch als kolonialistisch böse Erfindung weißer Männer ab. Was das für eine Art von Fortschritt sein soll, indem man nicht Weißen und nicht Männern Logik abspricht, als eine Fähigkeit, weiß ich nicht. Ich finde es jedenfalls keine besonders angenehme Sicht auf andere Menschen. Und ich empfände es als Rassismus und Sexismus, es darzustellen, als ob Logik eine Art Privileg weißer Männer sei. Auch wenn man dann von links her sagt, sie ist böse, die Logik. Ich betrachte Logik als das mithin höchste Gut des menschlichen Geistes. Man hat das ja auch in anderen Zusammenhängen gesagt, also zum Beispiel, weiß ich nicht, diese Einführung von Zeiteinteilung, dass man pünktlich sein muss, sei etwas, was nur die bösen weißen Männer gebracht hätten, dass die gesamte Kultur Asiens auch solche Dinge kennt. Ich meine, man muss nur einfach mal andere Länder besuchen, China, Japan zum Beispiel oder Korea. Wenn du dort zur Arbeit zu spät kommst, ich weiß nicht, dann hast du die Arbeit auch die längste Zeit gehabt. Sei es wie es sei, wir sehen also das, und das ist meine Meinung, hier vor allem die Verwirrung zu sehen ist. Und auch in den Vereinigten Staaten eine zunehmend unfähige Führung das Sagen hat. Und ich glaube, das ist eine sehr viel realistischere Einschätzung als dieses alles ist geplant. Ich habe das oft schon gesagt, einerseits erfüllt die Vorstellung einer bösen Clique, die alles plant, und das ist ja eine Sicht, die links wie rechts existiert, hat etwas Beruhigendes. So böse das Böse dann ist,
Man kann sich zweierlei Dinge damit sagen. Erstens kann man sagen, ja, man muss ja nur diese Handvoll Verschwörer beseitigen oder diese Verschwörungsgruppe. Dann haben wir alles im Griff. Denn wenn alles im Griff ist, muss man es nur denen, die es im Griff haben, ja wegnehmen. Und das ist eine Fieberfantasie. Niemand hat die Welt im Griff. Kontrolle ist mit Master Oogway gesprochen eine Illusion. Will ich nicht sagen, man kann nichts kontrollieren oder es wird nichts beeinflusst oder kontrolliert. Das ist nicht, was ich damit sagen will. Aber wenn ich als Historiker argumentieren darf, wenn wir uns den Verfall großer Reiche ansehen, Rom oder mehrfach ist das alte China zerfallen. Also die Geschichte des alten Chinas erscheint uns immer so als eine, ja, da sind 3000 oder was weiß ich, wie viele Jahre permanenter chinesischen Reichs als Formalität, weil sie immer wieder dahin zurückgekehrt sind, kann man das sagen. Aber China ist praktisch eine Aneinanderreihung von Revolutionen, Aufständen, Bürgerkriegen, in denen permanent Zehntausende, Hunderttausende und teilweise Millionen ums Leben gekommen sind. Also die innerchinesische Geschichte ist alles andere als ein permanentes, stabiles Reich. Und was wir dort haben, genauso wie beim Fall des Römischen Reichs und beim Fall aller Reiche, wir haben eine Verblödung der Führungsschicht, eine Verdummung. Also jeder, der sich zum Beispiel mit den Spätphasen des Römischen Reichs nimmt, egal ob man den Fall des Weströmischen Reichs im 5. Jahrhundert nimmt oder dann später der allmähliche Verfall des byzantinischen Oströmischen Reiches, man sieht in beiden Fällen, wir haben eine Verblödung der Oberschicht. Und die ist eben die, die die Entscheidungen trifft. Und sie trifft dann in zunehmendem Maße schlechte Entscheidungen, weil sie uninformiert ist. Einerseits oder weil sie durch ideologische Verblendung geprägt ist. Zum Beispiel war die ideologische Verblendung des Oströmischen Reichs. Sie haben ihren Untergang für einfach nicht möglich gehalten, teilweise auch die Weströmer, weil sie so lange existiert und sagen, wir sind doch das Römische Reich, wir können gar nicht untergehen. Das ist eine per se, eine Hybris aller Reiche und Systeme, die sagen, ja gut, wir sind das Heilige, weiß ich nicht was. Es kann ja gar nicht untergehen. Das war auch die Sicht der Sowjetunion und jedes Reiches, das es gegeben hat, wenn man mal den Begriff des Reiches ein bisschen im Wagen lassen will, da kann man sich darüber streiten, aber das soll uns jetzt nicht interessieren, war immer die Vorstellung, ja, wir sind ja so wichtig, uns kann es nicht geben. Es hat sich auch jedes Reich als die logische Endentwicklung der Welt betrachtet. Und das erzeugt einfach mit zunehmenden Generationen eine Art von Degeneration. Also man nimmt Dinge für selbstverständlich hin, die es nicht sind, für selbst existierend, die Menschen gemacht sind und menschlicher Arbeit und Mühe bedürfen, dass sie aufrechterhalten bleiben. Ich nehme noch mal ein ganz großes Beispiel: Sozialsystem. Sozialstaat ist kein Naturrecht. Nirgendwo in der Natur hat ein Mensch, der nicht arbeitet, ein in die Natur gemeißeltes Recht zu überleben. Das ist etwas, wozu wir Menschen uns entschieden haben, als zivilisatorischen Prozess, der nicht durch Gottes Gebote ewig ist. Man mag das als religiöser Mensch dann anders sehen, aber wir argumentieren jetzt hier mal nur aufgrund der Vernunft. Und die umgekehrt auch eine Wirtschaftsleistung erfordern und damit ein Wirtschaftssystem, die das leisten können. Ginge morgen die Bundesrepublik Deutschland bankrott, dann können wir Leute mit Rente und Arbeitslosengeld tausendmal das vom Staat her garantieren. Es ist dann nichts mehr da, was verteilt werden kann. Das ist das, was Linken so schwer zu erklären ist, dass bevor man etwas verteilen will, es erst einmal erwirtschaftet werden muss. Oder um es etwas zynisch zu sagen, dass es Linke geben kann, hat Konservatismus zur Voraussetzung. Denn nur in einer konservativ geführten Wirtschaft gibt es etwas zu verteilen. In einer nach sozialistischen Prinzipien geführten Wirtschaft wird das relativ schnell mau.
Weil, und man kann das sehen, überall, wo Linke heute regieren, in USA die Demokraten, in Deutschland SPD, Grüne, Rot und Grün, die machen immer das Gleiche, sie verscharbeln erstmal das Tafelsilber und das ist dann irgendwann alle. Und dann stellt man fest, dass man mit dem permanenten, man kann mal einmal, man kann die Millionäre und Milliardäre einmal enteignen und das ganze Geld ausgeben. Das hilft dann ein paar Jahre, dann ist es weg. Und dann hat man keine Millionäre und Milliardäre zum Enteignen mehr da. Das ist das ganz einfache Dilemma. Und diese Art Verblödung sieht man in allen Reichen, die eine Art Macht und Saturation haben, dass die Leute so lange Stabilität und Wohlstand kennen über Generationen, dass irgendwann Leute aufwachsen in der Vorstellung, es sei selbstverständlich, dass es diesen Luxus gibt. Und es sei etwas, das quasi selbst von selbst existiert. Das nicht der Mühe, der Arbeit, des Zutragens bedarf. Und das gilt für Werte ganz genauso. Wir haben unsere Werte nicht, ich sag's jetzt mal, trotz meiner religiösen Ansichten, nicht von Gott erhalten. Wir Menschen haben uns auf sie geeinigt. Als der Prozess von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Dass wir sowas wie Menschenrechte eingeführt haben oder Verfassungen, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben gesagt, wir schauen auf die Geschichte zurück. Es gab Kriege, es gab Unterdrückung, es gab Sklaverei, das wollen wir alles nicht mehr. Ergo, wir sagen jetzt, diese Prinzipien sollen gelten und wir machen alles dafür, dass sich möglichst allen diese Rechte in der Welt zuteil werden. Aber das hat, wie gesagt, Voraussetzungen, materielle. Es muss den Leuten ganz einfach gesprochen materiell gut gehen. Denn wenn es den Leuten schlecht geht materiell, dann sind Menschenrechte und Moral auch relativ schnell, wir wissen das, wieder weg. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Hat schon Brecht gesagt, kann man sich drüber ärgern, ist aber einfach so. Es gibt zwar immer einzelne Heilige, die dann sagen, die halten durch. Aber gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen ist das nicht der Fall. Deswegen hätte man mit Blick auf Afghanistan sagen können und müssen die einzig logische Art, das anzugehen, wenn man überhaupt eine Chance haben will, man hatte immerhin 20 Jahre Zeit, Afghanistan ein bisschen aus diesem dunklen mittelalterlich-steinzeitlichen herauszuführen, dass man in genau derselben Reihenfolge vorgeht, wie es bei uns sich historisch ereignet hat. Dass man nicht damit anfängt, Genderismus zu predigen und Mädchenschulen zu gründen, sondern überhaupt erstmal Grundvoraussetzungen. Wie gesagt, fließend Wasser, elektrisch Licht, Anschluss an Internet, Computer, ganz Basics. Gut, das ist jetzt kein Basic mehr, aber sagen wir mal, die basalen Dinge des Lebens erst einmal macht. Und nicht, der eine Gesellschaft mit völlig fremden Werten ihnen aufoktroyiert. Und glaubt damit irgendeine Art Erfolg haben zu können. Natürlich haben die ja dazu gesagt, weil die haben ja Geld immer vom Westen gekriegt. Und die dummen Westler haben es dann immer geglaubt. Das ist so das Grundproblem. Aber dass man sich jetzt, also es versteigt sich ja in immer verrücktere Sachen, um nochmal auf den Anschlag zurückzukommen, der quasi in dicken, bitte sehr dicken Anführungsstrichen nur die weitere logische Fortsetzung des Affenzirkus ist, der dort seit einigen Wochen sichtbar geworden ist. Und der für mich einfach beweist, für mich, dass wir es hier mit einer degenerativen Verblödung der Führungsschichten in den westlichen Staaten zu tun haben, insbesondere der USA, die aus gleichen Gründen wie die römische Oberschicht am Ende ihres Lebenszyklus einer Art Hybris erliegen, einer Art Wahn und einer Art Verblödung, die die realen Gefahren einfach nicht mehr sehen und nicht mehr einschätzen können. So wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das Oströmische Reich die Gefahr nicht richtig einschätzte, die mit den Goten an ihren Grenzen, was das für sie bedeutete. Oder die Gefahr dann später der Türken, der Seldschuken, die da angestürmt gekommen sind, diese Gefahr einfach nicht ernst genug genommen haben. Und auch die westlichen anderen Staaten.
das ist etwas, was man hier relativ erschreckend sieht. Denn wenn es selbst in Normalo-Zeitungen Warnungen gibt, und man sagt, naja, wir haben ja die Taliban. Also ich meine, wie verrückt muss man sein, um dem Kriegsgegner, den man 20 Jahre bekämpft hat, die Sicherheit zu überlassen gegen den Terror? Da muss man doch von der Muffe gebufft und von der Wespe gestochen und das Hirn ausgelutscht vom Alien bekommen haben, dass man das macht oder glaubt oder in irgendeiner Weise für einen vernünftigen, gangbaren Weg hält. Ich habe das, Verzeihung, ich habe das in einem, ich glaube, in meiner ersten Stellungnahme zu Afghanistan und Kabul schon gesagt. Ihr werdet es sehen. Es wird so viel Schrecken passieren, egal wie sehr jetzt alle gegen Interventionen sind. Die Stimmung ist jetzt gerade sehr stark dagegen, weiß ich. Aber ich prophezeie es euch nicht, dass ich dafür bin. Es ist eine Vorhersage, nicht etwas, was ich will. Man wird so viele Attentate, Bombenterror, Tote und so viel Schreckensbilder sehen. Die Stimmung wird wieder kippen hin zu Interventionen. Das kommt. Es kommt allein deswegen, weil es einen militärindustriellen Komplex gibt. Auch wenn ich mich jetzt auf die Gefahren wie Noam Chomsky auszudrücken, aber es ist die Wahrheit. Einen militärisch-industriellen Komplex gibt, der sich durch Krieg bereichert. Und diese haben Fäden in der Hand, was in Medien kommt, was für Bilder verbreitet werden. Und die werden so lange die Leute manipulieren und beeinflussen. Ich entsinne mich noch, als seinerzeit die Buddha-Statuen gesprengt wurden. Was waren die Leute im Westen da empört? Viel empörter über diese schönen Statuen als über den Tod sehr vieler Menschen. Kann man auch dazu stehen, wie man will, ich bemerke es nur. Und es hat dann einfach eine Stimmung sich dahin gekippt, eine Intervention, wenn schon nicht zu wollen, so doch nicht entschlossen gegen sie zu sein. Als seinerzeit unter Kanzler Schröder, da war der Struck war Verteidigungsminister, Joschka Fischer Außenminister, also eine rot-grüne Regierung hat gesagt, wir sind der amerikanischen Regierung bedingungslos loyal, bedingungslose Loyalität. Hat die Merkel später auch gesagt, als sie Kanzlerin war, bedingungslose Loyalität zu den USA. Und hat sich in das Afghanistan-Kriegsabenteuer hinein verstricken lassen. Und wie wir heute wissen, ohne jedes irgendwie vernünftige Ziel, ohne irgendeine Planung, realistische Vorstellung davon, was man mit diesem Land in der Zeit der Besatzung macht. Was, egal welches Ziel man hat, in jedem Fall fahrlässig idiotisch ist. Das zeigt sich heute im Nachhinein. Und auch mit der, wie gesagt, abenteuerlichen, irrwitzigen Vorstellung, man könne ein Land, das eigentlich nur in dicken Anführungsstrichen eigentlich ein eigentliches Land ist, denn Afghanistan ist als Land eine völlige Kunstkonstruktion, ein solches Land in Anführungsstrichen quasi von hinten her mit den Endergebnissen unserer Zivilisation beglücken. Das könnte funktionieren. Und das haben die geglaubt. Ich gehe jede Wette ein. Die haben das geglaubt. Die haben geglaubt, wenn wir Mädchenschulen gründen und Gender Studies in Kabul einführen, bringen wir die Menschen in Afghanistan auf den Weg zu unserer Art von Gesellschaft. Das haben die geglaubt. Warum sonst geht ein Fünf-Sterne-General am Tag des Kabul-Falls ins Fernsehen? Vergießt Tränen darüber, dass er ein Böse ist, weil er ein Weißer und ein Mann ist. Weil er ein völlig durchgeknalltes Weltbild hat, das sich auch in diese allerhöchsten Kreise eingefressen hat. Wir beruhigen uns mit einem falschen Optimismus, wenn wir glauben, diese höchsten und hohen Kreise würden diese Lügen nur benutzen. Nein, das ist das Grundproblem. Im Prinzip aller Machthaber, sie werden in 0, nichts Opfer ihrer eigenen Lügen oder der Lügen, die sie für ihre, die ihrer Macht dienen. Das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Wir haben eine verblödete, infantilisierte und teilweise ideologisch verblendete Führungsschicht in den ganzen westlichen Staaten.
denen mit keiner Vernunft gut zuzureden ist. Um das ganz klar zu sagen. Sie sind davon überzeugt, ihr Weg ist ein Heilsweg. Es hat etwas Kultisches. Ihr Weg ist ein Heilsweg. Und jeder Zweifel daran ist nicht eine andere Meinung, sondern Ketzerei. Die man wie Ketzereien aller vergangenen Epochen zum Abschluss freigeben kann. Zunächst noch zivilisatorisch gebremst durch die Residuen zivilisierten Verhaltens. Aber wir sehen ja mit jedem Jahr, das über Corona vergeht, dass diese Residuen zivilisierten Verhaltens relativ schnell abbaubar sind. Zivilisiertes Verhalten ist von jeher nur eine sehr dünne Tünche über der barbarischen Grundnatur aller Menschen gewesen. Von jeher, das ist meine konservative Menschensicht. Ich stand da immer einem Thomas Hobbes näher. Habe ich auch schon lange gesagt. Das ist nicht, dass ich das gern so möchte, aber es ist nach meiner Beobachtung, ist es eben so. Und ich glaube, der Irrsinn im Umgang mit Afghanistan im Besonderen und der Gefahr, die durch den Islam ausgeht, ich sage das so, Islam, nicht Islamismus, denn das ist ja der Nähr, das eine ist, das ist der Nährboden des anderen. Das ist ja nicht, dass der Islamismus, wenn man den überhaupt abgrenzt, aber ich sage mal, ich würde schon fairerweise sagen, man kann ihn abgrenzen. Denn es gibt den normalen Muslim, der einfach sein Leben leben will. Den gibt es, das ist wahrscheinlich die weit überwiegende Mehrheit. Und es gibt Islamisten, denen das nicht reicht. Das ist schon etwas, was man unterscheiden kann und ich glaube auch muss, weswegen es meines Erachtens berechtigt ist, zu unterscheiden zwischen Islam und Islamismus. Kein Thema. Aber dass das eine das andere befördert oder vorbringt, weil der Islam eine suprematistische Ideologie ist, das heißt, sich nicht vor gleich hält, sondern sich vor die überlegenste Endform menschlichen Daseins hält. Das ist seine Selbstdefinition. Das ist auch kein Geheimnis. Es steht in den Büchern, im Koran steht es drin, in den Hadithen steht es drin. Und jeden Muslim, den man fragt, wird es einem sagen. Es ist nichts Geheimnisvolles, nichts Verschwörerisches. Es ist die Eigenaussage dieser Religion, getragen durch jedes seiner Mitglieder. Unser Dasein ist das Enddasein, das Höchste, das Beste und da muss die Welt hingebracht werden. Und wer eine andere Meinung hat und sich dem widersetzt, ist von Gott abgefallen. Also höher kann man es quasi nicht hängen. Nun kann man sagen, die wollen es durch Überreden oder durch Geburtenraten oder was auch immer, aber es gibt eben einige, denen das nicht schnell genug ist. Das dauert denen zu lang. Und dann sagen sie, gut, weil auch der Prophet Mohammed ein Kriegsherr war, dann können wir das auch. Denn anders als Jesus, der keiner war, war Mohammed einer. Also es ist auch kein Geheimnis oder keine Verschwörung oder keine böse Nachrede. Es ist die Realität, die historische. Und das ist ein Problem, das wir haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist kein Hass. Rede, sondern das ist die Rede von den Fakten, wie sie sind. Ich habe die Fakten ja nicht gemacht, sie sind ja da. Und wie gesagt, es bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der Muslim ist, dir an die Gurgel will. Aber per se wählt jeder Muslim seine Religion für die Endform des menschlichen Daseins und das für die höchste und beste Daseinsform, sonst wäre er nicht Muslim. Das ist Teil der Idee. Und da gibt es manche, die sind eben geduldig und langmütig und andere, die sind es nicht. Und das eine gebiert das andere. Das Gefühl der Überlegenheit der eigenen Ideologie gebiert automatisch irgendwo Extremisten. Und das ist im Prinzip klar, man kann das sagen, jede Idee. Auch der westliche Humanismus hat das hervorgebracht, das darf man gar nicht verleugnen. Jede Ideologie, die sich für perfekt hält und für die letzte und beste, führt dazu, dass sie... Aber es ist natürlich eine Frage, was ist die Grundlage? Ne? Aus einer Grundlage des, sagen wir mal, ich bin ja weder Christ noch Muslim, ich bin Heide und sehr kritisch mit dem Christentum, deswegen hat es, glaube ich, ein gewisses Gewicht, wenn ich das Christentum hier in Schutz nehme. Beim Christentum kann man noch sagen, der Gründer selbst hat nie gekämpft, nie zur Waffe gegriffen, das, soweit wir das sehen, tendenziell eher verurteilt, meistens verurteilt.
sodass, wenn die christlichen Kirchen und die Christenheit gewalttätig wurde, man sagen kann, sie wurden es in Kontrast, in Widerspruch zu ihrem Gründer, sodass sich zumindest theoretisch erwägen lässt, eine Bewegung zurück zum Gründergedanken zu sagen, wir müssen wieder leben wie Jesus, pazifistisch, friedfertig und halten die andere Wange hin, wie er es gefordert hat. Bei einem Kriegsherrn gibt es keine Grundlage, die friedlich ist, zu der man zurückkehren kann, weil die Grundlage der Krieg war, die Gewalt, die Unterdrückung. Wo die Frühzeit des Christentums dadurch geprägt war, Menschen durch das Wort zu bekehren, war die Grundlage des Islam von Anfang an, die Menschen durch das Schwert zu bekehren. Nun gab es auch viele, die sich durch Worte bekehren ließen dazu, das will man gar nicht sagen. Aber es war von Anfang an die Alternative zu sagen, wenn du nicht willst, schlage ich dir die Rübe ein. Das war in den ersten 150 Jahren, also in der ersten Zeit oder 200 Jahren, also in der Anfangszeit des Christentums, bis es selber die Macht hatte, völlig anders. Nun gab es zwar Gewalt auch von Christen gegenüber Heiden, darüber gibt es auch Bücher, ich selbst habe auch darüber berichtet. Und natürlich hat diese Art der Einschüchterung auch gewirkt. Aber gerade wenn man die Frühzeit nimmt, ist das nicht das dominierende Element, das diese Religion verbreitet hat, sondern das weitaus dominierende Element, das das Christentum in der Frühzeit der Verbreitung gemacht hat, ist tatsächlich die Debatte, das Gespräch. Weil Jesus genau das gemacht hat. Er predigte und sprach. So. Und von Mohammed kennen wir keine Wanderreisen, in denen er die Leute groß durch Reden beeindruckt hat, sondern wir kennen von ihm Raubzüge, als er Räuberhauptmann war und dann später als Kriegsherr Eroberung. So. Das sind einfach Grundlagen, die Folgen haben. Und vor allem die eine Art Mauer sind, die im Prinzip nicht reformierbar sind, meiner persönlichen Meinung nach. Es bleibt einfach dabei für mich. Ich persönlich muss auch ehrlich sagen, ich verorte mich in vielen Bereichen immer noch linksliberal. Ich stehe im Prinzip ich will es nicht quantifizieren, 80% aller meiner Ansichten immer noch da, wo die sozialliberale Koalition der 80er Jahre mit Helmut Schmidt stand. Wenn man liest, man kann zum Beispiel zum massenhaften Zuzug von Ausländern von Willy Brandt, von Helmut Schmidt klare Ablehnungen lesen. Und sagen, das ist den Einheimischen nicht zumutbar und bringt Bürgerkrieg. Originalzitat der Willy Brandt, Helmut Schmidt. In diesem Punkt der sozialliberalen Gesellschaftsordnung der 80er bin ich geistig immer noch. Und ich weigere mich einfach also das zuzulassen, dass Leute behaupten, wer sich auf der sozialliberalen Position des Jahres 1985 befände, gut, da gab es Kohl dann schon, sagen wir 81, 82, also der 80er Jahre, dem sozialliberalen Geist der 80er Jahre befinde, würde heute Nazi oder Rechtsradikal sein. Das weigere ich mich, also das, da laufe ich Sturm dagegen. Und gerade wenn man eine soziale, liberale Gesellschaft will, ist man eigentlich mit dem Islam per se auf Kriegsfuß. Denn Scharia und Islam sind das Gegenteil von sozialliberal, humanistischer, freier Gesellschaft. Sie sind das Gegenteil davon. Sie sind auch damit unvereinbar. Scharia ist eine autoritäre Vorstellung von Gesellschaft. Um mal nur das grundlegendste Element zu nennen, in dem die religiöse Kaste bestimmt, was alle anderen tun müssen. Das heißt, indem die religiösen Amtsträger in Form von, es gibt, die haben ja verschiedene Arten von Fatwas zum Beispiel und anderes, also so juristische, religiös-juristische Entscheidungsprozesse, mit der sie dann sagen können, es ist so und so. Und das heißt, Leute mit religiösen Ämtern sind die Autorität, die letzte finale Autorität. Es ist ein religiöser Autoritarismus.
Und das ist mit liberaler, humaner, auch progressiver Gesellschaft hundertprozentig unvereinbar. Das ist, um Jesus zu zitieren, man kann nicht Diener zweier Herren sein. Entweder man dient Gott oder dem Mammon. Oder in unserem Fall, entweder man dient der Idee einer humanen, liberalen, vernunftgesteuerten Gesellschaft oder einer, in der religiöse Autorität bestimmt oder überhaupt Autoritarismus. Man kann nur diesen beiden Prinzipien folgen. Und da ich keinem Menschen zutraue, so weise zu sein, dass er unkorrumpierbar ist und große Macht korrumpiert, bin ich per se gegen eine autoritäre Gesellschaft. Auch wenn ich keine Libertäre will, in der Autorität völlig aufgehoben wird. Aber eine autoritaristische Gesellschaft einer wie immer gearteten Elite lehne ich ab, weil sie alle historischen Beispiele uns gezeigt haben, dass solche Eliten korrumpierbar sind, dass Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert. Und deswegen will ich weder einen grünen Autoritarismus noch einen islamischen noch irgendeinen anderen. Nun können wir ja sagen, die Menschen anderer Kulturkreise mögen sich selbst konstituieren, wie es ihnen passt. Was geht es uns an, wie die Afghanen leben? Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Das ist der Kern der Dinge. Es geht uns einfach nichts an. Nun ist natürlich die Realität, und da muss man sagen, einen, wie sagt man, in einem möchte ich mir genehmigen, pro-USA Realismus der Machtpolitik zu sprechen. Das ist dieses. Es gibt in diesen Ländern auch Leute, die uns nicht leben lassen wollen, wie wir wollen. Das ist die Kehrseite. Das ist dann zum Beispiel der Terrorismus, aber nicht nur der. Auch die ganzen Hassprediger wie Salafisten und so weiter, die ja nicht mit dem Schwert hier durch Deutschland marschieren, jedenfalls noch nicht, sondern hier mit verschiedensten Methoden die Gesellschaft in einen Islamismus hoffen zu bekehren. Das heißt, solche Leute sind eine Bedrohung unserer Gesellschaftsordnung, wie wir sie bisher hatten. Verweist Karl Popper die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Um etwas eigentlich ziemlich Unverfängliches an Quelle zu nennen. Bin nicht ganz auf seiner Seite, aber es ist ein gutes eine gute Argumentationsbasis, von der man ausgehen kann. Weshalb ich mich gerade in diesem Bereich dann auch immer sehr dem klassischen Liberalismus zuordne, indem ich sage, ich möchte eine Gesellschaft möglichst großer Freiheit, nicht eine Aufhebung der Autorität wie im Libertarismus. Aber sie hat eben zur Grundlage, dass man erkennt, es gibt von der offenen Gesellschaft, in der Menschen sich individuell entfalten können, Feinde, die diese bekämpfen. Und die kann man nicht gewähren lassen. Und das Problem ist, wir sind uns alle nicht darüber einig, wer sie sind. Das ist die Krux unserer Zeit in unserer aktuellen Gesellschaft. Wobei es eigentlich nicht schwer ist, denn dass Leute mit rot-grüner Ideologie überall an der Macht sitzen, ist relativ evident und sichtbar. Es ist ja nicht die AfD, die in den Ländern und im Bund regiert, sondern es sind CDU, SPD und Grüne, die dort regieren. Diese Parteien und die Anhänger dieser Parteien tun ja immer so, als hätten sie nicht die Macht seit Jahren und Jahrzehnten gehabt. Wenn sich Merkel und Konsorten immer hinstellen und sagen, was jetzt passiert in der Welt oder in Deutschland ist furchtbar, dann tun sie so gerade, als ob sie in der Opposition säßen seit 20 Jahren und nicht in der Regierung. Wenn sich jetzt Rot-Grün darüber ereifern, dass diese ganze Sache mit Kabul gescheitert ist, mit Afghanistan gescheitert ist, ja, welche Parteien haben uns denn dahin geführt? Doch Rot und Grün, das sind doch nicht die Massmenschen gewesen und es war auch nicht die AfD, die hat es damals noch nicht gegeben, die uns in den Afghanistan-Krieg reingezerrt hat. Und da wird es dann perfide. Wenn wir ständig vor den Ergebnissen schlechter Politik stehen, die diese drei Parteien zu verantworten haben, CDU, SPD und Grüne in immer abwechselnden Konstellationen, manchmal als Anhängsel die FDP mit dabei,
dann sind es doch diese drei beziehungsweise vier Parteien, die für das Ergebnis aller Scheiße verantwortlich sind, die hier in Deutschland sind. Und nicht diejenigen, die mit 10-11% irgendwo nach langer Zeit sich zusammengefunden haben und sagen, Moment mal, jetzt reicht's. Denen den schwarzen Peter zuzuschieben an allem, ist doch einfach eine unglaubliche Heuchelei. Wir haben eine Mehrheit von 2/3 der etablierten Parteien, die im Prinzip alles legal in unserer Bundesrepublik auch hätten durchführen können, was sie wollen. Niemand hätte sie behindern können. Mit einer 2/3 Mehrheit von CDU, SPD, Grün, weiß ich noch, links dazu, oder FDP, je nachdem, was man machen will, hätte man das Grundgesetz ja komplett auf den Kopf stellen können. Man hätte alles machen können, was man will. Die Leute haben die komplette Macht, soweit es eben möglich ist in unserer Gesellschaft. Wenn also hier etwas am Boden liegt, dann ist es doch ihre Schuld. Und nicht dem 10%-Haufen von AfDlern und Querdenkern, die mal gelegentlich ihre Stimme erheben dürfen und dann nach 10 Minuten wird in dem Bundestag wieder das Wort abgeschnitten, weil wir Redezeitbegrenzung haben, was ich persönlich ein ziemliches Unding finde. Oder das jetzt hier wie in Berlin, es gibt ja, weiß ich nicht, 25, 30 Querdenker-Demos, die angemeldet wurden, die Hälfte davon schon verboten ist. Wir sind in einem Land, in dem im Grundgesetz zwar steht Versammlungsfreiheit, aber jede einfache Verordnung kann jedes Grundgesetz außer Kraft, Grundrecht des Grundgesetzes außer Kraft setzen. Das ist die Absurdität unseres Grundgesetzes. Die einfache Anweisung eines Senators in Berlin, ehemaliges SED-Mitglied Herr Geisel, kann per persönlicher einfacher Verordnung das Grundgesetz einfach außer Kraft setzen, indem er sagt, ich bin dagegen. Wie ein Feudalherr kann Herr Geisel sich hinstellen und sagen, ich bin der Meinung, dass das nicht okay ist, ich mag diese Leute nicht, die haben kein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Ende Gelände. Nee, ich weiß, es gibt eine Bewegung, die so heißt. Damit meinte ich das nicht. Also, das ist der Irrsinn unserer Gesellschaft. Wir haben also die Feinde der freien Gesellschaft schon in den Machtpositionen, seit Jahren. Sie zerlegen die freie Gesellschaft und sie sind an den Positionen, in der Politik, im Journalismus, in den Medien, in den Universitäten, in den Schulen bilden diese Leute mit diesen Ansichten seit langem die zunehmende Mehrheit. Wenn also uns alles hier vor die Füße fällt, ist es die Schuld derer, die hier seit Jahren und Jahrzehnten immer mehr Macht haben. Und nicht einem Häuflein Versprengter, das, ich muss es so sagen, wie ich es sehe, vergleichsweise milde Töne der Kritik anschlägt, wo man sehr viel strengere Töne anschlagen könnte und vielleicht auch müsste. Gut, ich will es dabei bewenden lassen. Man verzeih mir, wenn ich jetzt doch nicht so viel auf diese Kabul-Geschichte eingegangen bin, weil teilweise ist es ja auch eine Frage dann von Experten dieser Richtungen. Und für mich ist letztlich natürlich der Verantwortungsfokus auf unserer Seite der interessantere und auch der relevantere, wie wir darauf reagieren. Und wie gesagt, es gibt meines Erachtens hier eine ideologisch begründete Verblödung der Eliten, die immer mehr um sich greift. Wenn mir dieser eine kleine Einschub gestattet sei, mir wird ja oft gefragt, was kann man tun? Und auch wenn ich kein Christ bin, weil ich es erwähnt habe, vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, was haben denn die Christen getan in der Zeit, als sie mit einer neuen Idee eine sehr kleine Minderheit gewesen sind. Sie haben sich in Katakomben und in kleinen Familienzirkeln getroffen. Sie haben im kleinen Kreis gewirkt. Gut, das hat lange gedauert. Sie haben auch nicht immer fein mit Samthandschuhen gewirkt, auch schon als sie eine kleine Minderheit waren. Das ist der Vollständigkeit halber zu sagen. Aber als Denkanstoß, denn sie befanden sich in einer Minderheit, in einer unangesehenen. Und das ist zumindest eine Denkrichtung, mit der man sich mal geistig befassen kann. Antwort offen. Mit diesem Gedankenanstoß will ich euch jetzt erstmal ins Wochenende entlassen. Nochmal nachsehen, ja, wir haben Freitag in der Tat. Ich hoffe, ihr habt ein erbauliches Wochenende. Lasst es euch nicht so verdrießen. Und ich sage es so, wie ich es meine. Das ist etwas Zweigleisiges. Einerseits
wenn ihr es vermögt. Ich persönlich bin dankbar dafür, ein gläubiger Mensch zu sein, weil ich meinen Schwerpunkt im Inneren dann auf das spirituell Transzendente, auf die höhere Welt ausrichten kann und das auch tue. Und ein seltsames Seelenecho dann empfinde mit Leuten, deren Inhalt und Lebenswandel ich nicht persönlich befürworte, wie zum Beispiel dem heiligen Augustinus, der einer der wenigen schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat, über Leute, die sich klar waren, dass ihre römische Zivilisation gerade dem Untergang geweiht ist. Und dann in der Zeit schrieben und wirkten. Und was die Verschwerpunkte legten, die es kommenden Generationen ermöglichte, neue Richtungen einzuschlagen. Das ist vielleicht das Äußerste, was man in unserer Zeit machen kann. Und dazu braucht man irgendeine Verankerung in etwas, das nicht ganz in dieser Welt verwurzelt ist. Ich weiß, und wenn ich jetzt aufrufe, sich zu irgendeinem Glauben zu bekennen oder irgendeiner Religion oder spirituellen Ausrichtung, ich weiß dann, ich will jetzt nicht damit werben, welche, denn das muss jeder selber entscheiden. Ich werbe aber dafür, weil ich glaube, Menschen, die gar keine spirituelle Ausrichtung haben, werden in der Zeit, die über uns kommt, untergehen. Absaufen. Ich weiß, man kann das Leuten nicht verordnen, befehlen. Ich habe von Leuten, ich kenne Leute, die sagen, sie möchten gern an was glauben, aber sie können es nicht. Ich kann das nicht erklären. Ich kann das nicht, das muss man finden oder eben nicht. Aber ohne wird es für sehr viele Leute sehr schwierig. So hoffe ich, dass euch gelingt, was immer es sein mag. Also nicht, was immer es sein mag, aber ich will es jetzt nicht. Ich will es euch nicht reinreden. Ich bin kein Bekehrapostel. Dass ihr vielleicht am Wochenende in euch lauscht, in euch findet und euch dadurch auch weniger aus der Ruhe bringen lasst. Und wir, wie gesagt, wir brauchen Netzwerke, die im Realen existieren, nicht nur im Internet. Das ist ganz wichtig. Das Internet ist eher eine Falle. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich weiß, man fühlt sich furchtbar toll, mächtig, einflussreich, weil man so viele Leute über Facebook, Twitter, sonst was erreicht. Und das ist nicht ohne Bedeutung in unserer Zeit. Aber es ist nicht zu ersetzen durch reale Vernetzung und es ist vor allen Dingen auch durch den Feind jederzeit abschaltbar, was wir haben. Das ist das, mein Gut, wir können dann umgekehrt uns in andere Netzwerke, da ist ja immer der Krieg von Katz und Maus so ein bisschen. Aber ich rufe doch ganz dringend auf, die Vernetzung real werden zu lassen. Sucht Leute auf. Deswegen habe ich so großes Vertrauen in das gesprochene Wort. Mehr als in das geschriebene. Weil wenn Leute miteinander sprechen, face to face, dann hat das eine sehr viel größere Wirkung, wie wenn man irgendwo einen Text im Internet liest. Der ist schnell im Kopf drin und schnell wieder draußen. Ich halte also diese, ich sag mal jetzt rein organisatorisch, was so die Urchristen gemacht haben, sich physisch zu treffen und dann kam einer in die kleine Gemeinde von, weiß ich nicht, 10, 20 Leute, hat irgendwas gesprochen, die anderen hörten zu, dann kam eine Diskussion auf, so müssen wir das machen, das ist meine feste Meinung, so müssen wir das machen, das ist ein sehr viel wichtigerer Standbein als tausende Tweets und tausende Facebook-Gruppen und ich weiß nicht, was es noch alles da gibt, es ist wichtig, richtig schön, aber das alleine reißt es nicht. Mit diesem Denkanstoß lasse ich euch ins Wochenende. Ich hoffe, trotz all der Düsternis hat es euch nicht so sehr runtergezogen. Das ist ja nicht meine Absicht. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Wenn ihr bis hierher zugehört habt, bin ich euch wie immer dankbar. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen.